falsches Publikum. In der Grund- und Werkrealschule in Mühlhausen im Schulzimmer Nummer 1 zu einem ganz besonderen Unterricht. Wie ihr ja wisst, will Rektor Werner Dufner in Ruhestand treten. Aber bevor er tatsächlich Rente beziehen kann, hat er noch eine Aufgabe zu erfüllen, welche ihm vom Regierungspräsidium Freiburg gestellt wurde. Denn nur wenn seine Lehre als nachhaltig befunden werden kann, wird die Rente ausbezahlt. Sollte dies nicht der Fall sein, muss er empfindliche Rentenkürzungen hinnehmen. So muss heute festgestellt werden, ob der Wissensstand den Qualitätsanforderungen heutiger Schulabgänger entspricht. Zu dieser Prüfung wurden ehemalige Schüler heute alles honorige Bürger unserer Gemeinde einberufen. Aber nun hört, was sich im Schulzimmer so zuträgt. Ja, guten Tag, Winfried Matt. Guten Tag. Ja, hallo, Matthias Schellhammer. Ja, guten Tag, Herr Dufner. Ja, und hallo, Diana Bader. Hallo, Herr Dufner. Aber einer fehlt doch noch. Der Hans-Peter Lehmann, der sollte normalerweise auch noch teilnehmen. Will der etwa schon wieder schwätzen? Ja, aber Herr Dufner, ich bin doch heute hier für ihn. Ich halte ihm doch immer den Rücken frei, wenn andere Termine ihn fordern. Ich habe sowieso das Sage da im Rathaus. Der kennt sich doch gar nicht aus und weiß doch gar nicht Bescheid, wie das da abläuft mit seinen ganzen Mitarbeitern. Ja, das geht schon mal gar nicht. Nein, nein, nein. Zu diesem Nachsitzen haben alle, und ich betone alle, seiner Mitarbeiter persönlich zu erscheinen. Ja, wer hätte denn da so obszönes Zeug an die Tafel gemalt? Ich rufe ihn mal an. Ja, Diana, ruf mal Hans-Peter an. Immer kommt er spät. Hallo Herr Lehmann, Sie müssen sofort in die Schule kommen. Direktor Werner Dufner sagt, Sie haben sofort persönlich zu erscheinen. Meine Vertretung will er einfach nicht akzeptieren. Tut mir leid. Ja, ja, aber beeilen Sie sich. Jetzt aber mal Ruhe hier. Was ist denn das hier für einen Saulade? Da schmeißt ihr mit dem Papier umeinander. Konzentriert euch bitte jetzt mal auf die anstehenden Aufgaben. Ja, guten Morgen, Herr Dufner. Was ist denn so immens wichtig, dass ich heute in die Schule kommen muss? Ja, hallo, Hans-Peter Lehmann. Wir warten schon lange auf dich. Kommst du mal wieder zu spät? Heute ist doch das Nachsitzen, zu dem wir schon vor Wochen eingeladen haben. Das ist ein enorm wichtiger Termin für mich. Ich habe auch wichtige Termine wahrzunehmen. Und das endet dann oft in endlosen Besprechungen, so wie heute. Ja, ja, ja. Endlose Besprechungen, aber ohne sichtbare Erfolge. Außer natürlich, wenn es um das Gewerbegebiet keiner untergeht. Dann geht es meist recht schnell voran. Aber Herr Dufner, ich kann ja nicht mit den Kindern herumspielen, so wie Sie den ganzen Tag. Ich muss ja schauen, dass sich die Gewerbesteuerkasse der Gemeinde sich füllt. Sonst ist im Haushaltsetat auch kein Geld für die Schule drin. Ja, genau. Der Küchenumbau ist auch schon so lange notwendig, ja? Ich mache immer nur Angebote, ja? Und trotzdem kriege ich dann schlussendlich keinen Auftrag.
Ha ja, die Spülmaschine, ihr taugt nicht viel. Das ist schon bloß eine Gläserspülmaschine. Und bei den vielen Mittagessen für die Kinder fällt halt viel Geschirr an. Und auch das Geschirr, das ist auch bloß ein Sammelsorium. Aber die Maschine funktioniert noch einwandfrei. Und für neues Geschirr habe ich jetzt auch kein Geld. Also, ich staube jetzt erstmal das Abschlusszeugnis von Matthias Schillhammer. Oliver Itt. Mal gucken, es ist auch schon ganz schön verstaubt, was da drin steht. Schule Mühlhausen. Aha. Matthias Schillhammer wird mit den besten Wünschen für das fernere Leben aus der Schule entlassen. Gezeichnet zu Mühlhausen Schulleiter Hubert Schalke. Und unter Einzelzeugnisse steht da Raumlehre, sehr gut. Rechnen, gut. Rechtschreiben, befriedigend. Schönschreiben, Jesus. Sauklaue. Ja, das kann nicht stimmen. Mitarbeit, Matthias. Noch befriedigend. Und was soll das? Betragen, unbefriedigend. Das kann aber noch nicht so ganz stimmen für dich, Matthias. Du bist selbstständiger Handwerksmeister und Podcast-Chef. Dazu noch stellvertretender Feuerwehrkommandant. Neuerdings noch Facility-Manager in der GU, die Gemeinschaftsunterkunft der UNE. Und seit letztem Jahr auch noch Bauunternehmer für eine Familienhauserweiterung als hauptamtlicher Opa. Da setzen wir doch gleich mal die Noten auf sehr gut. Aber Herr Dufner, so geht das nun wirklich nicht. Von wem haben Sie denn noch so altertümliche Unterlagen? Da bin ich jetzt mal gespannt, was alles noch so kommt. Also vor meinem Amtsantritt als Chefsekretärin habe ich erstmal alles genau besichtigt da im Rathaus und auch nach allem Möglichen recherchiert. Dabei habe ich das Zeugnis von meinem Chef gefunden. Das können Sie jetzt gerade mal vorlesen. Einspruch, da bin ich massiv dagegen. Ruhe jetzt! Aber Hans-Peter, ich muss ja schließlich feststellen, was vom Gelernten von dir noch übrig bleibt. Viel. Hans-Peter besuchte die Grundschule in Neuhausen. Die Neuhauser hatten damals noch keine eigene Narrenzunft. Und darum ist Hans-Peter nach Engen gegangen, hat dort die Anne-Frank-Realschule besucht. Ah, ich verstehe. Er hat also seiner Tochter den Vornamen seiner Schule gegeben. Was das wohl bedeutet? Jetzt aber vorsichtig, gell? Und dann steht da noch, du warst Klassensprecher. Und dann auch noch Schulsprecher. Ja, das war wohl bestimmt die Vorbereitung für dein heutiges Amt. Engen, Tengen, Blumenfeld, das sind die Sprungbretter in die Hegauer Bürgermeisterwelt. Ha, im Rechner hatte der Hans-Peter bestimmt auch immer eine Eins. So wie er auf den Gemeindesäckele sitzt und das Geld zusammenzählt. Ja, da schauen wir doch gleich mal nach. Jawohl, richtig. Rechnen. Ha, sehr gut. Ich sage, eine Überprüfung ist da jetzt nicht mehr notwendig. Wie viele Jahre ist es nun her, seit du mit der Bahn diesen hart umkämpften Streit hast für diese Bahnsteigsanierung? Die trägst du schon so lang aus. Ach was, ich bin sauer. Da habe ich mich doch schon müde gerechnet. Frau Bader, lösen Sie mal schnell diese Aufgabe für mich. Ich kann mich schon gar nicht mehr an die ersten Gespräche erinnern. So lange ist das schon her. Aber Herr Lehmann,
Nach dem Aufstieg zur Rathauschefin kann ich mich jetzt echt mit so banaler Aufgabe abgeben. Das lasse zurück mal einer von meinen Kollegen da ausrechnen. Ja, ja, die Carola, die fällt uns schon sehr. Sie hat sich halt um alles gekümmert, gell? Ha, jetzt sag mir aber mal, wie das da mit den alten Hallenstühlen da gelaufen ist. Die sollten doch meistbietend versteigert werden. Ha, wie viel Geld ist denn da zusammengekommen? Also auf dieses Rechenergebnis bin ich jetzt aber auch mal gespannt. Ja, wie ich gehört habe, ist das wohl nicht so gut gelaufen. Kaum einer hatte Interesse an diesen alten Stühle. Ha, warum habt ihr denn nicht den Robby gefragt, ob er die in eBay versteigert? Die sind zwischenzeitlich anderswertig verplant. Für Outdoor-Veranstaltungen sind sie immer noch gut genug. Und ich habe sie in diversen Kellern verstaut. Ja, jetzt war mal Winfried. Jetzt werden wir doch erstmal dein Zeugnis anschauen. Das ist aber auch verstaubt. Ha, Mitarbeit. Gut. Gut. Rechnen. Gut. Das weißt du also noch. Werken. Sehr gut. Sehr gut. Ja, das ist ja klar. Darum hat er den Beruf des Kachelofen- und Luftheizungsbauers erlernt. Wir sind damals in Neuhausen schon immer gerne auf der warmen Ofenbank zusammengesessen. Ja, und das war ja auch entscheidend für die Anstellung als Hausmeister. Der Beruf bringt neben handwerklichen Geschick auch den Willen zu Schicht- und Bereitschaftsdienst bei uns in der Gemeinde. Und es war immer ein ganz großes Anliegen und wichtig in meinem, ich betone in meinem Schulhaus. Ja, ja, wegen dem Hallenbodensanierung. Da habe ich mich mit den Herren da schon richtig streiten müssen. Dass es eine vernünftige Lösung gegeben hat, gell? Ja, und wie sieht diese vernünftige Lösung jetzt aus? Naja, der Winfried hat uns ein paar Euro mehr aus dem Gemeindesäckel gelockt. Es war eigentlich nicht der Rede wert. Aber er hat sich massiv durchgesetzt. Ja, ja. Die komplette großflächige Schutzabdeckung über die Fasnet, schon den schön neu sanierten Hallenboden, wenn die Narre da oben drin umeinander tobt. Das haben wir nur dem Winfried zu verdanken. Aber nun bin ich auch gespannt, welchen Anteil aus dem gigantischen Schädlererbe für die Schule und die Bildung unserer Kinder abfällt. Sie hoffen doch eh nur, dass für Sie der größte Haufen Kies der großzügigen Spende von Frau Dr. Karin Schädler abfällt. Aber so schnell kommt da kein Bares. Herr Dufner. Moment, Herr Dufner. Moment mal, Diana. Da schauen wir doch erstmal deine Vita an. Ha. Die ist auch ein wenig verstorben, die ganze. Diana, du bist in Hornstetten und Eideltingen zur Schule gegangen, hattest nur beste Noten bekommen, bist musikalisch gebildet, hast Verwaltungsfachangestellte in Singen gelernt und ein Praxissemester als Friseurin hast du auch noch gemacht. Das passt schon alles. Ich sage, da ist kein Nachsitzen notwendig. Herr Dufner, wir haben neulich von unserem ehemaligen Rektor Hubert Schalke ein ganz interessantes Buch bekommen für die Ausstellung oben, für die Sammlung. Und ich muss natürlich erst mal studieren, was da drin steht. Ja, Diana, bring das mal bitte her. Das würde mich jetzt doch auch ganz sehr interessieren, was so vor meiner Zeit alles passiert ist da. Halt, stopp, so geht das aber nicht. Da will ich schon selbst zuerst mal reinschauen, was da alles drinsteht.
da sind ja sämtliche Zeugnisse von Herrn Dufner drin, als er sich hierher an die Schule in Mühlhausen beworben hat. Mathe hat er studiert in Emmendingen und zu den Gerstensäcken hat er gewollt nach Gottmadingen. Aber die hatten gerade keine Lehrerstelle für ihn als Hofnarr. Und dann hat Rektor Schalke zu ihm gesagt, wir brauchen einen Lehrer für Physik. Wer Mathe studiert hat, der kann auch Physik unterrichten. Also Hans-Peter, du bist jetzt ungefähr so lang Bürgermeister, wie ich hier in der Schule bin. Zunächst als Lehrer und dann als Rektor. Nach deiner vierten Amtsperiode anno 2022 willst du dich hier auch so ganz heimlich aus dem Staub machen. Und eine gute ungekürzte Rente kassieren! Da könnten wir doch jetzt zusammen einen Deal machen. Ich biete dir doch etwas an. Da bin ich jetzt aber mal gespannt, was die zwei da miteinander aushecken. Ich könnte ja schon mal ein wenig an seinem Stuhl sägen. Mühlhausen Ehinger hat noch keine Frauenquote. Der nächste Bürgermeister ist weiblich. So wie vermutlich Geilinger. Ein Deal? Ein Deal? Wie soll der denn aussehen? Außerdem, Sie duzen mich. Ich sieze Sie. Das geht dann nicht mehr unter Kumpanen. Ja, lieber Hans-Peter, wir wollen doch beide unsere gute Rente nicht riskieren. Wir könnten doch einfach diese zweifelhaften Noten hier so ganz heimlich und schmuckstill Mäusle vertuschen. Und dann bestätigen wir uns gegenseitig nur die allerbesten Zeugnisse. Ha, du hast es ja faustdick hinter den Ohren. Aber ich muss zugeben, der Vorschlag ist gut. Das könnte fast von mir sein. Frau Bahner, bringen Sie jetzt dieses ominöse Buch wieder rauf in das Dachgeschoss und sorgen Sie dafür, dass es keiner mehr findet. Jetzt sägt die Bedenk gleich am Stuhl. Ja, ja. Was soll wie wir alle wissen. Im Wein ist die Wahrheit. Geschwindelt. Geschwindelt wird nur auf dem Etikett. Und in den Zeugnissen. Lasst uns jetzt dort drüber gehen, in deinen Narrenschub, Hans-Peter. Und uns auf diesen Deal anstoßen. Und ich würde sagen, die Nachsitzer hier, die nehmen mir alle mit. Alle mit. Ein dreibares Käferle. Flieg! Käferle! Flieg! Käferle! Flieg! Und jetzt stürmen wir das Rathaus, der Hans-Peter, Zabini und Diana machen uns auf. Und Einmarsch! Auf unsere Akteure! Ein dreifach donnerndes Nari! Naro! Nari! Naro! Nari! Naro! Für euch spielten heute Rektor Werner Dufner, Bernd Schamberger, unser Präsi, Bürgermeister Hans-Peter Lehmann, der Jürgen Leichenauer aus dem Narrenrat, Hausmeister Winfried Matt, der Klaus Heim, ebenfalls aus dem Narrenrat, Matthias Schellhammer, die Jacqueline Janke, Narrenrätin, und die Diana Bader, die Antje Schamberger im Presses IV. Für den guten Ton sorgte Sebi, Sebastian Wipper, wie seit Jahren, und das Drehbuch schrieben Mitglieder des Narrenrates. Ein glückseliges Fest mit euch alle. Und wir laden euch alle ein zum großen Hängerumzug. 13.30 Uhr hier durch die Mühlhauser Straße und am Rosenmontag Orbit zu unserem schönen Rosenmontagsball.